Um einen Verein zu registrieren, begeben Sie sich auf verein.mayrol.it. Es ist wichtig, dass die Registrierung durch den gesetzlichen Vertreter des Vereins erfolgt. Klicken Sie auf Verein registrieren. Wählen Sie Benutzername und Passwort für Ihren Verein. Geben Sie die Kontaktdaten des Vereins an. Fügen Sie den Vereinsnamen, den Namen und die Mobilnummer des gesetzlichen Vertreters und die E-Mail-Adresse des Vereins ein. Wählen Sie Ihre Raiffeisenkasse aus. Falls Ihr Verein nicht Raiffeisenkunde ist, wählen Sie die letzte Option in der Auswahlliste. Akzeptieren Sie die Nutzungsbestimmungen und bestätigen Sie, der gesetzliche Vertreter des Vereins zu sein. Fügen Sie Ihre Kundendaten wie Steuernummer, Mehrwertsteuernummer sowie Rechtssitz und Kontaktdaten des Vereins ein. Geben Sie den Bestätigungscode ein, der Ihnen mittels SMS übermittelt wurde. Bevor der Dienst für Ihren Verein freigeschalten werden kann, müssen Ihre Angaben überprüft werden. Klicken Sie auf das Feld Überprüfen. Anschließend erhalten Sie ein E-Mail mit einem Link. Durch einen Klick auf diesen Link wird Ihre E-Mail-Adresse bestätigt. Nachdem Sie Ihre Mobilnummer und E-Mail-Adresse bestätigt haben, werden die angegebenen Daten von Ihrer Bank überprüft. Sobald die Bank Ihre Geschäftsbeziehung bestätigt hat, erhalten Sie eine E-Mail und können mit der Registrierung Ihres Vereins fortfahren. Zum Abschließen der Registrierung akzeptieren Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen und bestätigen Sie den Auftrag. Sie haben Ihren Verein nun erfolgreich in der Raiffeisen Vereinscloud registriert.